Hallo meine Lieben. Ja, ihr seht es schon im Hintergrund. Der Stampin' Up! Katalog ist ab heute ja, aktuell und man kann aus diesem Katalog ab heute bestellen. Und ich habe mir gedacht, dieses Jahr zeige ich euch den Katalog mal, gehe den mal so ein bisschen mit euch durch und zeige euch mal so meine Favoriten. Und ja, genau. Also, die ersten beiden Seiten im Katalog sind diese hier und da werden einfach nur so ein paar verschiedene Sachen vorgestellt. Zum Beispiel auch ein neues Heftchen, was wir hinten sehen. So ein bisschen hier einmal der Inhalt, ne? Jo, und dann geht's los. Genau, hier nochmal die ganzen Erklärungen, was welche Symbole eben bedeuten. Also das sind die neuen Produkte, ist klar. Das hier sind meistens die Sets, wo man dann eben 10% spart. Und schnell und einfach, dieses Symbol ist mir noch nie aufgefallen, ehrlich gesagt. Gibt es aber anscheinend. Ja, und wenn man so ein Symbol hat, dann gibt es darüber ein Video, ein Produktvideo. Das ist übrigens manchmal echt interessant, sich die anzugucken, weil ja, die zeigen halt Vorschläge, wie man mit diesen Sachen hier arbeiten kann. Und die haben echt manchmal richtig coole Ideen. Also hier, ich hole es euch mal näher ran. Einmal auf die Seite und dann findet ihr ganz viele Ideen. Ja, das hier ist ein Set, was auf der Onstage auch ziemlich gehypt wurde, auch an meinem Tisch sehr beliebt war. Ich finde das Set nicht schlecht, aber es wird nicht mein Favoritenset. So, ja, dann Welt voller Farben. Und hier seht ihr dann die neuen In-Color-Farben. Die In-Color-Farben 17 bis 19. Die Sachen, die wir schon haben. Neutralfarben, Signalfarben, Pastellfarben und die Prachtfarben. So, und hier kommen wir schon zu einem Set. Und ich muss sagen, ich habe diese Sets jetzt so ein bisschen für mich entdeckt und ich glaube, dass irgendeins auf jeden Fall bei mir einziehen wird, weil ich finde es echt praktisch und ich finde es auch total cool. Also wir haben dabei, jetzt muss ich selber mal gucken. Also das wird hier jetzt, glaube ich, ein etwas längeres Video, weil ich habe das ja noch nie gemacht und ja, ich bin hier noch ein bisschen unsicher, merkt ihr wahrscheinlich. Also es gibt halt einmal so ein komplettes Set und dann eben einmal so ein Nachfüllset. Und in diesem Set ist halt alles, was ihr hier seht. Das heißt, wir haben einen Stempel, ein Klarstempelset dabei. Wir haben einen Acrylblock dabei. Wenn ich das richtig sehe, hier ist das hier irgendein Stempel. Irgendein Stempelkissen, jawohl, genau. Basic Black ist das hier. Dann hat man ein paar Aufkleber dabei, man hat fertige Karten dabei und die Umschläge dazu. Man hat ein paar Aufkleber dabei. Hier ist anscheinend noch so ein Garn dabei. Ja, viele Sachen und das Set kostet dann 42,50 Euro. Ja, also na, ich finde, für den Preis ist das ein schönes großes Set. So, und davon gibt es natürlich verschiedene. Also dann einmal hier so ein bisschen blumig. Ich glaube, vom Prinzip her ist das immer sehr ähnlich. Wobei hier ist, glaube ich, doch hier ist auch ein Stempelset dabei. Genau, hier ist dieses Stempelset dabei, hier ist dieses dabei. Und ja, ich finde, da ist so schon für jeden Geschmack so ein bisschen was dabei, ne? Also wer es mehr bunt mag, ist hier dann richtig. Hier, das sind, glaube ich, mehr die pastellfarbigen Sachen. Und ja, das hier weiß ich jetzt nicht, welches Farbset das ist, aber ja, ist halt mehr so ein bisschen schlichter, würde ich jetzt mal sagen. Ne? So, dann kommen wir weiter und zwar ist hier so ein Planer und das ist auch ein großes Set, kostet 45 Euro und da sind dann dabei halt die Kalenderblätter sozusagen. Wenn ich das sehe, hier so ein Register. Was haben wir denn noch dabei? Da unten sind anscheinend auch Aufkleber. Die Mappe natürlich.
Wir gucken doch einfach mal. Enthalten ist das gesamte Zubehör für einen individuellen Jahresplaner. Ohne vorgedrucktes Datum. Sie können also an beliebigen Stellen anfangen. Das ist natürlich echt cool. Oder Ringordner, dann 13 Trennseiten, das sind diese hier. Wochen- und Monatsweise unterteilte Kalender sowie Notizseiten. Eine Seite mit Einstecktasche. Ein Blattheber. Stiftschlaufe. Und dann gibt es noch ein. Achso, die Whitemarker. Ach, die Stiftschlaufe ist für die Whitemarker. Ja, und es gibt natürlich ein Nachfüllset, was man dann also was man dann nochmal dazu bestellen kann, wenn einem das nicht reicht. Ja, also falls man mehr Termine hat, kann man dann das eben nochmal nachfüllen. Ich muss sagen, ich finde die Farbe nicht so schön. Wenn das eine andere Farbe wäre von diesem Ordner, ich glaube, dann hätte ich es mir bestellt. Wobei das eigentlich ja so Herbsttöne sind. Also es sind irgendwie schon meine Farben, aber es ist mir zu, weiß ich nicht, irgendwas stimmt nicht. Also es ist mir hier zu viel drauf, glaube ich. Und ich brauche es auch nicht wirklich, ehrlich gesagt, weil ich schreibe alle meine Termine in mein Handy, wenn ich sie irgendwo in einen Ordner packen würde. Also gut, früher, als ich dann noch Thermomix gemacht habe, habe ich sie mir natürlich immer zusätzlich in den Kalender geschrieben, ins Handy und in den Kalender, falls mal irgendwo was schief geht, dass ich es auf jeden Fall habe. Aber mittlerweile nutze ich eigentlich wirklich nur noch mein Handy. So, hier haben wir noch ein Projektset. Und hier muss ich mal gucken, ob hier auch dieser Stempel dabei ist. Abgebildet ist er, aber er ist ja hier unten nochmal extra im Preis aufgeführt, deswegen denke ich, dass der nicht dabei ist. Zubehör für 16 Karten, je 4 in 4 Designs. So, 16 bedruckte Grußkarten und 16 bedruckte Umschläge. 8 Bögen mit lasergeschnittenen Etiketten und 13 Kalligraphie, was? Übungsblätter. Okay. Ach ja, hier, da wo man die Schrift sich ausmalen kann. Und 50 selbstklebende Pailletten. Genau. Nee, ist nicht dabei. Also den müsste man sich dann extra bestellen. So, und dann geht es hier auch schon langsam los. Und hier kommen die ersten interessanten Sachen. Also das erste Set sozusagen, was wir hier schon wieder haben. 10 Euro gespart. Man hat hier ein Stempelset. Dieses hier. Und die passenden Framelits dazu. Und dann gibt es unten drunter halt immer Sachen, die dazu passen. Farblich zum Beispiel. Also hier haben wir zum Beispiel so ein Kartensortiment. Also es ist auch halt, weiß ich nicht, ob das ein Set ist, sieht aber so aus. Und das kostet tatsächlich nur 12 Euro. Da muss ich mal nachgucken nachher, welches das ist. Das ist 100, Seite 175. Ich hoffe, ich 195. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. 56 Karten sind dabei und Aufkleber. Ach, hier steht sogar, was dabei ist. Braucht man gar nicht mehr extra gucken. Und das für 12 Euro, das finde ich wirklich in Ordnung. Ja, so hat man so eine Teedose, die man sich gestalten könnte und dann Tee verschenken. Also ich finde das Set ganz nett. Ihr wisst ja, dass ich gerne Tee trinke und deswegen, also für mich ist das schon was, aber wie ihr seht, er hat keinen Favoritenzettel, wobei ich mittlerweile sagen muss, dass ich schon das ein oder andere wieder rausnehmen würde und woanders reinpacken würde. Aber das ist immer so, ne? Wenn man den das erste Mal durchguckt, oh schön, oh schön, oh schön. Und wenn man das zweite Mal durchguckt, dann fallen einem nochmal andere Sachen auf, die man dann vielleicht lieber hätte. So, dieses Set hier finde ich auch sehr schön, weil man hier viele Sprüche zu allen möglichen Anlässen hat. Also Hallöchen und es passen immer zwei zusammen. Also Hallöchen, lass uns mal wieder plaudern. Dann wir wünschen eine schöne Hochzeit und ein noch schöneres gemeinsames Leben. Alles Gute für eine Zukunft voller Liebe. Also immer die beiden, die hier zusammenstehen, die könnte man auch miteinander kombinieren. So, dann schönen Geburtstag, genieße deinen besonderen Tag.
irgendwie erinnert mich das an Alice im Wunderland, diese Schrift. Irre ich mich da oder sieht das wirklich ein bisschen so aus? So, dann aufrichtige Anteilnahme, mögen wunderbare Erinnerungen in den schweren Zeiten Kraft und Trost spenden. Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs auf ein Leben voller unvergesslicher Momente. Ja, ist auch sehr schön. Dann frohe Weihnachten und viel Glück, Gesundheit und Friede im neuen Jahr. Also wie gesagt, das geht hier so ein bisschen so durch alle Bereiche und man hat von jedem, für fast jeden Anlass hier einen netten Spruch parat. Also finde ich wirklich nicht schlecht. Ja, dieses Set hier ist jetzt nicht so ganz meins, aber es ist wieder ein Spaßset. Ja, wie gesagt, diese Stempel hier unten sind dabei. Hier einmal so ein Hintergrundstempel, wo man sich so einen Hintergrund kreieren kann, wie hier zum Beispiel. Oder hier. Und dann hier so ein, wie so ein Ornament. Und das hier unten finde ich allerdings sehr schön. Du bringst Sonne in mein Leben. Und auch diese Dinger, ja, sind. Um Gottes Willen, ich will nicht sagen, dass hier irgendwas, dass ich das hässlich finde, auf gar keinen Fall. Aber es ist nicht so mein absoluter Favorit, ja? Genau, also genieße deinen besonderen Tag. Also, ja, für Karten kann man schon ganz schöne Sachen machen, aber ich würde es mir jetzt nicht unbedingt aussuchen. So. Das finde ich auch wieder cool, weil hier auch wieder sehr viele Sprüche zu sehr vielen verschiedenen Anlässen sind. Und ja, ich lese die jetzt nicht alle vor, weil wenn ich jetzt jeden Spruch hier aus dem Katalog vorlese, dann sitzen wir hier morgen noch. Also ich zeige es euch nur, vielleicht zoome ich es euch mal ein bisschen ran. Das sehe ich dann nachher in der Bearbeitung, wie ich das mache. Hier haben wir ein Stempelset und zwar Gummistempel sind das. Diese Teile finde ich sehr schön. Also Kärtchen. Und hier ist auch wieder ein Framelit-Set dabei. Und zwar haben wir diese Stempel hier unten. Und dieses Framelit-Set finde ich echt interessant. Einfach aus dem Grund, man hat hier oben so schöne Abschlüsse. Und das noch an eine Karte mit dranhängen oder einfach nur an ein Geschenk dranhängen. Ohne jetzt groß noch eine Karte dazu. Finde ich sehr schön. Manchmal hat man ja so Situationen, wo man einfach nur, ja, wundert euch nicht, wenn sowas hier jetzt passiert. Das kommt dann, ups, auf meine Wunschliste sozusagen. Ja, manchmal macht man ja jemanden ein Geschenk und hat aber gar nicht so viel zu sagen, sondern möchte demjenigen einfach nur was schenken. Und da finde ich sowas hier total cool. Dass man einfach nur dieses Geschenk hingeben kann und ja, damit hat sich die Sache dann erledigt. Und hier, wie ihr seht, sind hier diese halben, ich glaube, das ist für dieses hier. Und dann kann man es entweder von beiden Seiten, also man muss es dann zweimal stanzen, oder man kann es aufstempeln und hat es dann oben als Abschluss und stanzt es halt nur einmal aus. Finde ich sehr interessant, dieses Set. Und auch die Sprüche sind schön, die Schriftart gefällt mir. Dieser Vogel ist auch mal was anderes. Ja, gefällt mir sehr gut. Das behalte ich im Auge. So, auch hier wieder viele schöne Sprüche. Ich mag diese Stempelsets, wo viele verschiedene Sprüche drauf sind, weil man eben für jeden Anlass immer mal wieder einen neuen Spruch braucht. Und dieser hier ist zum Beispiel auch zum Muttertag. Liebe Mama, danke für deine Unterstützung und alles andere. Also einfach mal so ein bisschen, ne? Herzliche Einladung. Weltbester Papa für Papatag. Ja, spontaner Gruß, das ist zum Beispiel sowas, was ich für sowas hier verwenden würde. Einfach, ne? Auch zwei Schriftarten, das finde ich auch ziemlich cool, so kombiniert. Und dann zack, einfach nur obendrauf noch ein spontaner Gruß mit einer Kleinigkeit, die man verschenkt. Man muss ja das Ding nicht unbedingt so lang haben. Wenn man so ein kleines Päckchen hat, reicht ja so ein kurzes.
einmal nur so ein Spruch drunter und fertig ist das. Sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. Ja, und wie gesagt, solche Sachen mag ich auch immer sehr gern, weil man eben für die Anlässe dann gut versorgt ist. So, hier haben wir etwas für Weinliebhaber. Dieses Set hier unten habe ich schon. Das ist auch sehr, sehr schön. Und jeder, der in meinem Shop schon mal bestellt hat, weiß, dass es immer diesen Stempel dazu gibt. Da gibt es nämlich immer so ein kleines Dankeschön. Ist da immer mit drin. Ja, ich liebe dieses Set auch sehr, weil ich das auch gut mit meinem Thermomix kombinieren kann. Aus meiner Küche, ne? Für dich. Und dann mache ich etwas zu Weihnachten, den Stempel drauf, draufgeklebt auf das Gläschen oder was auch immer, was man eben verschenkt oder ein Loch reingestanzt und dann eben ein Bändchen dran und an das Geschenk dran gebunden und fertig ist. Also ich liebe dieses Set wirklich. So, hier haben wir noch ein Rosenset und hier unten so ein paar, also dieser Hintergrundstempel gefällt mir sehr gut. Hier oben haben wir das Orchideen-Set. Das ist nicht neu, das gibt es schon. Finde ich aber auch sehr schön und ich habe es auch noch nicht. Ich glaube, im alten Katalog war es auch noch in Verbindung mit dem Framlet-Set. Ich bin mir aber nicht sicher. Und irgendwie gab es immer was anderes, was ich gerne wollte. Also ja, irgendwie habe ich es nicht geschafft, das zu bestellen. So, hier habe ich ein Kreuzchen vergessen. Und zwar ist hier ein neues Set wieder. Und hier sind einmal diese Stempel hier dabei. Und dann ist ein Framlet-Set dabei, wo man eben diese Bank hier ausstanzen kann und eben die anderen Teilchen. Aber man kann auch einmal so eine Art Fußboden, so einen Steinfußboden ausschneiden und gleichzeitig prägen. Und es gibt diese Bankstanze hier, also dieses Framlet. Und da kann man richtig coole Sachen mitmachen. Das habe ich auf der Onstage gesehen. Da wurden Beispiele gezeigt. Da kann man dann zum Beispiel mit diesem Stempelchen hier, mit diesem, Entschuldigung, mit diesem Framlet, kann man zum Beispiel auch einen Sessel machen. Einen schmalen Stuhl, einen breiten Sessel und ach, ich weiß nicht, was die da noch alles mitgemacht haben. Ich habe mir das leider auch nicht mitgefilmt. Also wenn ich das nächste Mal zu einer Onstage gehe, dann werde ich, denke ich, mitfilmen, weil das echt interessant ist. Ja, und wie gesagt, da haben sie echt coole Sachen mitgemacht. Aber ich nehme mal stark an, dass die irgendwann auch dann auf diesem YouTube-Kanal von Stampin' Up veröffentlicht werden. Genau weiß ich es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen, weil das wirklich tolle Ideen waren. Ja, hier kommt mein absolutes Lieblings Stempelset und wie ihr seht, muss ich mir die Framelits noch mal dazu bestellen, weil ich die noch nicht habe. Ja, und da haben wir halt hier eben dieses Stempelset, was ihr ja jetzt von mir schon so oft gesehen habt in so vielen Videos und noch mal ein paar tolle Ideen, wie man da noch was gestalten kann. Und dann haben wir hier unten noch ein paar Zusatzteile, die man noch dazu bestellen könnte, also passenden Farbkarton zum Beispiel. Oder hier unten gibt es ein besonderes Designpapier, was ja auch eben zu diesem Set abgestimmt ist. Und da hat man dann hier so Hintergrundgeschichten. Also ja, sehr, sehr süß. Ich liebe dieses Set und ich brauche dieses Framlet-Set auf jeden Fall noch, damit ich mir da noch ein bisschen die Arbeit leichter mache. Weil bisher schneide ich die ja immer per Hand aus. Das geht natürlich, aber mit dem Framlet-Set geht es natürlich viel besser. So. Dann haben wir hier ein Set mit einem Fahrrad. Ich bin nicht sicher, ob das auch im alten schon drin war oder nicht. Kann ich euch jetzt gar nicht genau sagen. So, dann dieses Set hier. Und hier finde ich es schade, dass es das nicht in Deutsch gibt. Es gibt das leider nur in Englisch. Ja, viele Leute können Englisch, das stimmt, aber eben nicht jeder und deswegen finde ich es manchmal schade. Ja, die Gestaltung, die man damit machen kann, finde ich ganz nett. Ein Rahmen und dann eben ein Dings rein. Wahrscheinlich würde ich diese Teile gar nicht so häufig benutzen, sondern wenn dann die Rahmen und da dann ein Foto reinkleben oder so.
Also das würde ich wahrscheinlich eher so benutzen. So, dann haben wir hier dieses Hunde- und Katzenset und da bin ich mir ziemlich sicher, dass es das schon im alten Katalog gab. Ja, und hier ist halt auch wieder mein Problem Englisch, ne? Alles nur in Englisch. So, hier sind aber ein paar Vorschläge nochmal dazu. Ja, und hier haben wir mal ein Set, das finde ich auch ziemlich witzig. Neuen Gummistempel. Und da hat man eben mal die Möglichkeit, eine lange Karte zu machen. Also zum Beispiel, wo waren sie jetzt, die Teile, die ich so toll fand vorhin? Dieses Teil hier und dann hier sowas da drauf. Kommt doch auch ganz lustig, ne? Wenn man dann sowas Langes hat und dann an der Seite so einen langen Spruch, finde ich ganz cool. Ist halt auch mal wieder was anderes. Und sowas mag ich ja immer, wenn es mal was anderes ist. So, dieses Set hier unten, das gab es im letzten Katalog auf jeden Fall. Daran erinnere ich mich. Hier ist wieder ein schönes Stempelset mit vielen schönen Sprüchen. Und ja, wie gesagt, ich finde die immer sehr schön, weil wenn man sich die Buchstaben einzeln nacheinander irgendwo aufstempelt, finde ich, ist es immer, es sieht nicht so schön aus, es hat nicht so, es ist nicht so schön zusammenhängend und ich mag es einfach nicht so gerne. Ich mag einfach solche Stempel sehr, sehr gern. Ich finde die Schweinchen übrigens süß, aber nicht so süß, dass ich sie unbedingt haben möchte. Also da sind auch immer andere Sachen, die ich schöner finde. So, dann haben wir hier ein Set, was ich auch ziemlich cool finde. Puste dir ein Lächeln zu. Das finde ich am süßsten. Ja, einfach so ein bisschen so kleine, nette Sprüche zum Aufbauen und ja, finde ich ganz süß. Dieses Set hier könnt ihr euch vorstellen, finde ich total schön. Und besonders wegen diesem Igel hier unten. Also theoretisch könnten sie von mir aus das alles wegmachen. Ich möchte nur diesen Stempel. Den finde ich wirklich süß. Und den Baumstamm finde ich auch ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ja, okay. Das Stempelset ist einfach schön. Es ist nur wieder das Problem, dass es in Englisch ist, was ich nicht ganz so schlimm finde, aber es wäre halt schön. Da wir ja immer mehr Leute haben, die halt auch in Deutschland Stampin' Up kaufen, wäre es wirklich schön, wenn sie da mal ein bisschen mehr vorangehen, sage ich jetzt mal, und ja, dann auch mehr Sachen in Deutsch machen. Würde ich persönlich gut finden. Das Stempelset finde ich total schön und ich weiß nicht, warum ich es angekreuzt habe. Ich hatte es mir schon im Frühjahr-Sommerkatalog, wo es nämlich das erste Mal auftauchte, angekreuzt und dann waren aber doch andere Sachen, die ich mir bestellt habe. So, hier kommen wir wieder zu einem Set. Und zwar einmal diese coolen Stempel hier. Und dazu ein Frame-Net-Set, wo man hier verschiedene Abschlüsse sich ausstanzen kann. Also zum Beispiel kann man hier, wie ihr seht, so eine Tüte machen, wo man dann oben so einen Herzabschluss hat. Und das finde ich auch richtig cool. Und das ist mir noch gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. So, dann haben wir hier eins, auch wieder mit süßen kleinen Sprüchen drauf. Hier ein paar Ideen, was man dazu machen kann. Der Hase aus dem Hut oder einfach nur ein Häschen zu Ostern. Also der kann dann auch verschiedene Gesichtsausdrücke haben. Ja, finde ich ganz, ganz niedlich. Und auch die Sprüche finde ich schön. Hier Überraschung, ne? Ja. Das Set gefällt mir auch gut, wobei ich nicht ganz weiß, ob ich es mir bestellen werde. Bei vielen mache ich auch einfach nur ein Kreuz, weil es mir gefällt, damit es mir wieder ins Auge sticht. Dieses Set hier habe ich schon, das habe ich mir letztes Jahr bestellt. Das ist auch echt schön, aber man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, weil es ist aufwendig, die ganzen kleinen Teile auszustanzen und aufzukleben. Das ist nicht ganz ohne. Ich habe damit schon eine Karte gemacht. Hat Spaß gemacht, aber es dauert ein bisschen länger. So, hier haben wir ein Geburtstags-Stempelset. So, dieses hier haben wir schon oft jetzt bei YouTube gesehen. Das war ja, ich habe es hier tatsächlich noch liegen. Das war diese Produktreihe Geteilte Leidenschaft, wo jetzt ganz viel ja, nochmal
von gezeigt wurde und ich hatte euch das ja auch gezeigt. Und da waren ganz viele Sachen in so einem Paket als Rabatt. So, und zwar haben wir hier eine Stanze, die ich auch unbedingt haben möchte. Die habe ich mir aber, glaube ich, hinten schon angekreuzt. Das Stempelset finde ich auch ganz schön. Ich bin jetzt mit diesem Set ein bisschen vertrauter, weil wir haben auf der Onstage mit diesem hier schon gearbeitet. Und ich finde diesen hier so schön, weil er einmal voll komplett gestempelt wird und eben nur die Schrift mal nicht gestempelt ist. Finde ich persönlich sehr, sehr schön. So, und dann gibt es natürlich viele diverse Sachen dazu. Und wenn man das mit der Stanze als Set sich kauft, das ist übrigens einmal Eckenabrunder und ja, theoretisch kann man diese Dinge damit machen. So eine Ecke abrunden oder eben hier diese Teile ausstanzen. Oder man kann einfach nur so einen kleinen ovalen Kreis hier reinstanzen. Und das kann man sich aussuchen. Also das ist so ein, oder auf eine gerade Fläche oben für eine Karte, wenn man ein bisschen breiteres Bändchen durchziehen möchte, dann sind manchmal die Runden, sehen dann nicht so schön aus, die runden Löcher, weil man hat eben, ja, du hast dann dieses runde Loch und hast dann eben so ein schmales Bändchen dadurch. Und dann hast du hier oben und hier oben so viel Platz. Und das passiert halt bei dem nicht. Da hat man dann eben, da geht dann wirklich das Bändchen nur hier durch. So, und man hat halt nicht so viel Platz, als wenn man jetzt so ein rundes Teil hat und da das Bändchen durchzieht, da sieht das halt schon schöner aus, ne? Ja, das Bändchen wäre jetzt hier auch ein bisschen dicker, aber ihr wisst, was ich meine. Und finde ich gar nicht schlecht. Hier ist auch so ein Kartenset mit so Aquarell-Dings. Wir haben auf der Onstage eben damit gearbeitet. Und ich muss sagen, dieses Set ist wirklich sehr schön. Also, so. Hier haben wir wieder ein bisschen Geburtstagsstempel. Hier haben wir auch echt eine coole Karte. Das ist wieder so ein Pop-up, so eine Pop-up-Geschichte, wo man sich dieses Haus in die Karte hineinstanzen kann. Und dann hat man eben so eine Pop-up-Karte, wo dann dieses Haus halt aufgeht. Finde ich mega, mega cool, wenn man zum Beispiel irgendwo umzieht. Also finde ich das sehr schön, das Set. Ja, dieses hier habe ich schon, das habt ihr bei mir schon gesehen, da habe ich auch schon ein bisschen mit gearbeitet. Diese Oma finde ich einfach mega lustig. Also leider auch wieder nur in Englisch, aber ich finde die wirklich lustig, die Oma. So, dann hier unten ein Set für alle Leute, die mal ein bisschen Ruhe und Entspannung brauchen. Ist ein ganz süßes Set, wenn man mal so ein Wellness-irgendwas verschenkt. Wellness-Gutschein oder so. Dafür finde ich dieses Set wirklich süß. So, hier haben wir wieder ein Set. Und zwar kommt das in dieser schönen Box hier. Dabei ist dann diese Handstanze. Dabei ist ein sechsteiliger Stempel. Und dann sind, glaube ich, der Acrylblock ist mit dabei und zwei Stempelkissen von den, ich glaube, von den neuen Ink-Colors sind die. Ja, und da kann man eben auch tolle Sachen mitgestalten. Finde ich auch ein sehr schönes Set. Hier ist ein Set, das hat auch von mir sofort ein Favoritending gekriegt, weil auf der Onstage haben wir ein Video gesehen und vielleicht, wenn ihr das jetzt so auf dem ersten Blick seht, denkt ihr vielleicht das Gleiche, was ich gedacht habe. Ja, ganz nett. Aber als sie dann auf der Onstage ein Video gezeigt haben, was man mit diesem Set alles machen kann, wie viele Ideen es dafür gibt, also dieser Stempel zum Beispiel hier, wenn man den auf die Seite dreht, dann ist es plötzlich ein Fisch. Oder dieses hier könnte auch so ein Kelch für die Taufe sein. Und also die haben da so viele, ich kann euch das nicht alles wiedergeben, was die daraus alles gemacht haben. Aber die haben so, so viele Sachen aus diesem Set gemacht, dass mich das sofort überzeugt hat. Also ja, super schöne Sachen. Und wie gesagt, das Video, ich hoffe sehr, dass die das online stellen. Dann werde ich euch das verlinken, weil das ist wirklich, wirklich ein tolles,
tolles Video mit riesen tollen Vorschlägen, was man damit machen kann. Und deswegen hat das auch hier so einen Merker bekommen und natürlich dann eben im Set zusammen mit der Handstanze, wo man dann eben auch die Teile gleich ausstanzen kann. Das ist natürlich immer praktisch. So, dann haben wir hier ein Set, das habe ich schon, das habe ich bekommen bei der Onstage als Geschenk. Das habe ich euch auch immer schon gezeigt. Und hier oben habe ich mir einen Merker dran gemacht, weil hier sind wieder so viele, viele tolle Sprüche dabei für fast alle Anlässe. Und ja, auch die Schriftarten gefallen mir sehr gut und deswegen hat das hier gleich so einen Merker bekommen. Hier haben wir noch ein Set, auch wieder ein Stempelset zusammen mit einer Handstanze. Ja, und die sind auch ganz süß. Auch hier dieser Vorschlag mit diesem Bilderrahmen finde ich eine ganz süße Idee. Auch hier der Schmetterling, ne? Also ganz süß wirklich. Toll für Hintergründe, finde ich. So, dann haben wir hier ein Set und da bin ich echt, ach nee, da komme ich später zu. Wir haben ja erstmal das hier. Ja, es ist auf Englisch. Ich glaube, Schreibmaschinen. Ich weiß nicht. Also es ist kein Set, was mich persönlich überzeugt. Ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere da wirklich kreativ wirklich viel mitmachen kann. Was ich ganz cool finde, ist dieser Stempel hier. Aber ansonsten, also das finde ich zum Beispiel ganz cool für Einschulung, so als Hintergrund oder so zu stempeln. Aber ansonsten finde ich das Set jetzt, ja. Bei diesem Set hier, das ist echt so ein Teil, da bin ich echt noch sehr am Überlegen, weil ich finde diesen Kerl hier sowas von süß. Sowas von süß. Und ja, aber die beiden hier, die finde ich so ein bisschen, ja, sind ganz niedlich, sind auch mal was anderes, aber ist jetzt nicht so, wow, so süß wie der. Ne? Und dazu kommt, dass die Sprüche wieder alle in Englisch sind. Also wenn die Sprüche in Deutsch wären, würde ich es mir sofort bestellen. Da es sie nur in Englisch gibt, bin ich noch am Überlegen. Ja, dieses Set hier habe ich auch schon und hier sind auch wieder viele kleine Sprüche drin. Ich liebe dieses Set. Ich liebe, liebe, liebe es. Und da gibt es auch diese Stanze hier dazu, diese Handstanze. Die habt ihr auch sicher bei mir schon gesehen. Wenn ich meine Mini-Alben zum Beispiel mache, nehme ich den immer und klebe mir das oben, also an die Seiten dran und nehme das quasi für die Text, dass ich das rausziehen kann und man kann es noch beschriften. Und ich habe die auch genommen, als ich meine Stempelaufbewahrung gemacht habe. Da habe ich die auch benutzt. Also wie gesagt, dieses Stempelset hier liebe ich wirklich, weil einfach auch so viele kleine Sprüche drin sind, die man wirklich für alles gebrauchen kann. Hier ist auch so ein Datumsding drin, dass man halt seine Termine da. Man kann sich theoretisch hiermit auch einen Terminkalender selber gestalten. Das Einzige, womit ich nichts anfange, ist dieser Stempel hier. Den habe ich noch nie benutzt. Ich habe auch keine Idee, was ich damit machen kann. Also, wenn ihr dazu eine Idee habt, schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare, was ihr damit machen würdet. Also ich habe da wirklich keine Idee zu. So, ja, das Set hier kennt ihr. Ihr wisst, dass ich mir das noch ganz schnell im Mai bestellt habe, bevor es dann nicht mehr im Set mit dem Framelit-Set zu haben ist. Habe ich auch schon schöne Sachen mitgemacht. Ein tolles Set. Dieses Set hier ist eins, mit dem ich auch schon lange liebäugle und irgendwie sind immer andere Sachen wichtiger. Aber es gefällt mir wirklich sehr gut. Ich mag diese Schraubglasgeschichten. Und ja, auch die Zusatzstempel finde ich alle süß. Muss ich mal gucken, vielleicht. So, hier habe ich wieder was. Ich weiß gar nicht, warum ist hier kein Merker drin. Eigentlich müsste hier so ein Aufkleber drin sein. Das finde ich mal richtig cool, auch wenn es in Englisch ist. Völlig egal. Erstens, es sind mal so ganz andere Farben, die man auch sehr gut für Männer benutzen kann. Und dann finde ich supi, es ist ein Reiseding, sieht man ja, dafür muss man nicht unbedingt Englisch können. Und wenn man jetzt irgendwo eine Reise hingemacht hat, finde ich das wirklich, wirklich toll. Weil man, ihr seht, ich kreuze hier nebenbei schon alles an, also theoretisch möchte ich alles bis auf das Washi. Ja.
Ich finde es wirklich, wirklich schön, einfach aus dem Grund, Leute verreisen ständig. Und hiermit könnte man super ein Album basteln, was man einmal für sich selber natürlich, um seine Reise im Nachhinein nochmal zu dokumentieren, aber auch als Blanko-Album, wo man einfach ganz viele von diesen Sachen hier aufstempelt und aufstanzt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dazu gibt es ein passend dazu Schablone. Doch, es gibt ein Family-Set dazu. Das ist sehr schön. Ja, wobei hier könnte ich mir vorstellen, dass hier auch eine Handstanze einfach ganz gut geht. Da müsste man mal gucken, welche Handstanze das ist. Und ich muss mir hier gerade mal unterstreichen, dass ich nicht wieder aus Versehen das mit den Holzblöcken nehme, sondern die Clear Stamps. Ja, und ich finde, man kann ein Album verschenken, und zwar würde ich vorne wie einen Umschlag reinmachen, wo die Leute später sich Sachen reinmachen können, um na sag doch schnell, um später dann vielleicht Erinnerungen, Karten, Eintrittskarten oder könnte man dann vorne reinmachen in diesen Umschlag. Und ich würde aber, wenn ich das Album verschenke, viele von diesen Teilen aufstempeln, ausstanzen und in diesen Umschlag machen, dass die Leute sich ihr Album noch mal so selbst gestalten können. Wisst ihr, was ihr meinen, was ich meine? Also, dass man quasi etwas verschenkt, was sie sich selbst dann aber dekorieren. Und also das finde ich wirklich, wirklich toll. Und ich glaube, das werde ich mir definitiv bestellen und werde da dann ein Album einmal für mich machen und aber auch eins, was ich dann verschenken werde, also mindestens eins. Finde ich mega schön. Ja, war jetzt ein bisschen viel Begeisterung vielleicht, aber vielleicht habe ich euch auch ein bisschen angeregt, da ein bisschen mehr drin zu sehen, als ihr so gesehen hättet. Okay, dann hier wieder ein wirklich schönes Stempelset mit schönen Sprüchen, liebevolle Worte. Und ja, auch das gefällt mir wirklich sehr gut. Und man kann auch nicht alles bestellen, ne? Ich meine, ich habe ein Jahr Zeit, aber ihr habt gesehen, ich habe hier schon ziemlich viel angekreuzt. Deswegen, ja, hier muss ich sagen, es ist ein schönes Set. Die Framed Sets finde ich sehr schön. Die Sprüche sind leider wieder in Englisch, was nicht so schlimm ist, wie schon gesagt. Aber ich glaube, ich würde es für mich nicht benutzen. Ich finde das Set wirklich schön. Ich würde es aber nicht wirklich nutzen, weil ich stehe nicht so auf Traumfänger und solche Geschichten. Deswegen ist es für mich jetzt nicht. Aber zum Verschenken, um etwas für jemand anderen zu machen, finde ich es wiederum sehr schön. Und das gibt es ja auch wieder im Set für 10%. Also ja. So, das hier wäre eine Geschichte für meinen Papa, weil der ist Harley-Fahrer und liebt sein Motorrad. Also, das wäre hier etwas, was ich gut für ihn nehmen könnte, wenn ich ihm mal eine Karte mache. So, ja. Und hier haben wir auch wieder ein Set, was es aber schon gab, soweit ich weiß. Ich glaube, das gab es schon im letzten Jahr. Ja, auch hier wirklich schöne Sprüche dabei. Und ja, so eine Haustür mit du bist willkommen oder so, finde ich auch als Karte eine nette Idee. Hier oben haben wir wieder ein Set mit vielen, vielen schönen Sprüchen. Auch wieder ein bisschen kleiner gehalten, finde ich auch sehr schön. Und ich glaube, dazu gibt es auch, genau, gibt es eine passende Stanze. Passend zu den Stanzen, klassische Etiketten, genau. Ne? Ja, wie gesagt, solche Spruchdinger finde ich immer gut, weil dann hat man für jeden Anlass etwas. Ja, das hier finde ich auch ganz lustig, ist mal so ein bisschen Retro irgendwie. Finde ich auch ganz nett. Du bist einzigartig und einfach erfrischend. Ja, ist doch ein netter Spruch. So, dann haben wir hier oben so ein, ja, was soll das sein? Ein Sportfreizeit. Nein, ein Ich vermisse dich und ich liebe dich. Ja, und du bist so süß oder so lieb. Genau. Ja, das ist dann eher so ein
Liebesdings. Ich weiß noch nicht so richtig, was die beiden Sachen da drin machen, aber okay. Ja, also wieder ein englisches Set, wo ich persönlich leider nicht so viel mit anfangen kann. Dieses Set hier wäre eigentlich ganz cool gewesen für meinen Mann früher, weil der ist ja eigentlich Landwirt. Aber da er die Landwirtschaft schon lange nicht mehr betreibt, ist es jetzt für uns nicht so. Aber ich finde dieses Set, also die Stempel, sehr, sehr schön für etwas ältere Leute, wie zum Beispiel meine Schwiegermutter. Also der würde eine Karte mit solchen Stempeln, wenn ich die dann noch koloriere, würde ihr mit Sicherheit sehr gut gefallen. Genauso geht es mir mit diesem hier, wobei ich das auch, also wenn ich das Bild hier sehe, muss ich sagen, Respekt an den Künstler, der es gemalt hat, weil ich gucke in dieses Bild hinein und dieser Fluss ist so, als wenn er einen so mitnimmt. So, also das löst in mir so Ruhe aus irgendwie. Ja. Was ich mir gut vorstellen könnte, eine Trauerkarte mit diesem, weil es ist so ein fließender Fluss, der so dahin geht, wie die Jahre eben so dahin gehen. Und dann mal noch einen schönen Spruch dazu. Ja, und hier seht ihr ja auch die Sprüche, die auch hier neben stehen, ne? Also ja, finde ich wirklich schön. Also muss ich sagen, hat was so für mich. So, dann haben wir hier dieses Kaffeeset, was es im letzten Katalog mit dem Framelit-Set zusammen gab. Café Olé. Ich fand das Set auch ganz schön, aber ich bin jetzt nicht so der Mega-Kaffee-Fan. Ich mag lieber Tee. Gut, ich muss ja auch nicht immer von mir ausgehen, aber ich hätte jetzt auch niemanden gewusst, wem ich da jetzt groß eine Freude mitgemacht hätte. Deswegen, ja. So, mit dem Eisbecher schon mehr, ehrlich gesagt. Also da fallen mir mehr Leute ein. Okay, ja, dieses Set hier habe ich auch schon und das ist auch super süß. Da kann man richtig tolle Sachen mitmachen. Ist halt auch ein bisschen aufwendiger, wenn man viele Kleinteile hat, die man ausstanzen kann. Aber man kann wirklich schöne Sachen mitmachen, auch zu vielen verschiedenen Anlässen. Mag ich sehr. So, hier haben wir wieder eins mit ein paar schönen Sprüchen und ein paar Blumengirlanden. Finde ich auch ganz süß. Oh, wenn man sich diese Karte hier anguckt, das sieht wirklich toll aus. So, dann haben wir hier ein christliches Set. Ein bisschen zum Geburtstag, ein Bibelsprüchlein dabei. Und Hoffnung sei dein Halt ist auch mal wieder was Schönes, zum Beispiel für eine Trauerkarte. Und ja, ich finde es sehr, sehr schön, dass Stampin' Up! Jedes Jahr mindestens ein christliches Teil mit dabei hat. Und ich war mega, mega positiv überrascht, als wir bei der Onstage waren und dann vorne die Rednerin ziemlich zum Anfang gesagt hat, so, jetzt beten wir erstmal. Und dann hat sie sich vorne hingestellt und hat gebetet und das fand ich richtig cool. Richtig, richtig cool. Muss ich mal so nebenbei erwähnen. Genau. So, dieses Set hier gibt es auch schon im anderen, also gab es schon im Katalog davor, wo man hier oben dann so eine Laufschiene hat, wo man dann dieses Teil hin und her schieben kann. Finde ich auch sehr schön, habe ich mir nicht bestellt wegen dem Englischen. Obwohl, ich glaube, das gab es sogar auch in Deutsch, ne? Gab es das auch in Deutsch? Nee. Nee, sonst würde es drunter stehen. Aber ich glaube, im anderen Katalog gab es die auch in Deutsch. Ich bin mir nicht sicher. Ja, auch hier wieder ein tolles Set mit vielen tollen Sprüchen. Diesmal ein bisschen größer. Und dazu dann noch diese schönen Teile. Finde ich auch ganz nett. Dieses Set hier. So, dann geht es weiter mit Geburtstagssachen. Und hier haben wir wieder so ein Set mit den Stempeln und dem Framelit. Und dazu eben besonderes Designpapier, Klebeperlen und Bänder und hier solche, wie sagt man dazu, also das sind Kerzen, aber Charms würde ich jetzt dazu sagen. Genau.
Ich versuche das jetzt mal ein bisschen flotter zu machen mit dem Katalog, weil sonst sitze ich hier wirklich übermorgen noch und wir haben ein ewig langes Video. Dann haben wir hier noch eins mit ein bisschen, ja, draußen am Strand erinnert mich das irgendwie. Hier haben wir ein sehr schönes Set, was ich aber auch schon, irgendwie kommen mir die Blumen bekannt vor. Ich weiß es nicht. Ich sage jetzt nicht mehr, das gab es schon irgendwo, weil ich bin mir gar nicht so sicher. Hier oben, das passt natürlich ganz toll zum Geburtstag, aber auch zu Silvester finde ich es ganz cool. So, hier auch wieder Happy Birthday. Auch hier schöne Sprüche, mal ein bisschen wieder geschnörkelte Schrift. Die mag ich sowieso immer sehr, sehr gerne. Dann haben wir dieses Set hier. Auch nochmal zweimal verschiedene Ballons. Einmal die, einmal die. Und dazu gibt es auch, glaube ich, eine Handstanze zu diesem Ballon. Werden wir aber hinten dann sehen. Ja, ein paar Vorschläge. Ich kann ja mal gucken. Passend zu den Stanzen Luftballons. Genau, also es gibt irgendwelche Stanzen auf jeden Fall dafür. Ja, hier ist mein Stempel, der ist auch mal ein bisschen anders aufgebaut, dass quasi die Schrift sich aus dem Hintergrund erhebt. Finde ich auch ganz cool. Hat was auf jeden Fall. Ein Hintergrundset würde ich jetzt eher sagen. Würde ich zumindest dafür benutzen. Ich gehe das jetzt hier einfach nur mal so ein bisschen durch. Das hier finde ich auch eine coole Idee mit der Paste. Also erstmal eine Karte ausschneiden und dann eben mit dieser Paste da so eine Art Torte draus machen. Eine Fondant-Torte oder eine Sahnetorte. Finde ich eine coole Idee. Ja, dann gibt es dazu hier diese Stempelchen. Dieses Set hier und dieses. So, 30 Jahre Kinder und Babys. Ja, also es gab, glaube ich, es gibt jetzt, glaube ich, seit 30 Jahren Step'n Up. Irgendwie so war das. Stand auch hier vorne drauf, seit 30 Jahren. Also das war auch noch mal so ein Jubiläum. Ja, und dieses Set hier, wenn ich es mir so angucke, überzeugt es mich nicht so. Gucke ich mir aber die Sachen an, die die Leute damit gemacht haben, finde ich es wieder schön. Und dazu gibt es auch eine passende Handstanze, wo man sich dann eben die Sterne und den Mond ausstanzen kann. Welche auch schön sind, hier sind diese Funkelsterne. Und ja, diese Pastellfarben sind sowieso total schön. Also die mag ich sehr. Und dieses Designpapier, dachte ich, hätte ich mir schon angekreuzt. Finde ich auch sehr schön. Und auch die Sprüche, also das fällt auch mit in die Favoritenkategorie auf jeden Fall hinein. So, dieses Set hier kennen wir schon, genau wie dieses. Das habt ihr bei mir schon ganz oft gesehen. Was auch ganz süß ist, ist das hier, wenn ein neues Baby kommt. Oder dieses hier könnte man auch für die Einschulung benutzen. Ich finde auch die Tierchen kann man ganz gut für die Einschulung benutzen. Und ansonsten eben zur Geburt. Ja, ganz, ganz niedlich mit diesen süßen kleinen Köpfchen. Das Teil hier kennen wir auch schon. Dazu gibt es die Elementstanze. Fuchs heißt die und da kann man hier eben so verschiedene Tiere mitmachen. War auch eigentlich auf meiner Liste von den Sachen, die ich ganz gerne hätte. Aber auch da war irgendwie dann was anderes wichtiger. Manchmal ist es einfach so, man kann auch nicht alles bestellen. Ne? So, dann hier unten, wo man sich so ein Häuschen bauen kann, finde ich auch ganz süß für Umzug oder solche Geschichten. Ganz niedlich. So, hier ist wieder ein sehr praktisches Set, wo man eben einmal so komplett alles abgedeckt hat. Konfirmation, Kommunion, Firmung, Taufe, Hochzeit. Und einmal so in einem Abwasch für alles eine Sache parat hat. Finde ich auch immer schön. Und die Schriftarten sind halt auch sehr schön. Dieses geschwungene und trotzdem sehr gut lesbare mag ich gerne.
Hier seht ihr, habe ich mir auch einen Merker dran gemacht an dieses Set hier. Ja, ist super, super niedlich für Geburt natürlich. Und was ich richtig cool finde, ist dieses fremde Teil hier unten, wo man dann hier so ein Wickelkind machen kann. Finde ich richtig cool, die Idee. Ja, wie gesagt, ist ein ganz süßes Set und ja, wenn die dann auch koloriert sind, sehen sie noch süßer aus. Finde ich sehr, sehr schön. Na, ja, hier haben wir noch mal zur Geburt wieder. Und ja, fast alles hier, ne? Wenn es ums Baby geht, ist es natürlich meistens zur Geburt. Hier haben wir wieder ein Set, wo dann so eine Handstanze dabei ist, wo dann diese Elefantis mit dabei sind. Und ja, ist auch eine ganz süße Karte. Und vor allem finde ich es schön, man kann es nicht nur zum Geburtstag, nicht zur Geburt, nicht nur zur Geburt benutzen, sondern eben auch zu anderen Anlässen. Deswegen finde ich, ist das sehr schön und ich mag zum Beispiel diesen Spruch, kleine Dinge machen oft große Freude. Das stimmt. Manchmal ist es nur ein kleines, nettes Wort, was einem anderen Menschen einen Tag verschönern kann. Genau. Sowas mag ich. So, wir kommen weiter zu Weihnachten. Weihnachten ist noch so, so weit weg und ich muss sagen, immer wenn ich mir den Katalog angeguckt habe, dann habe ich es entweder komplett überblättert. Ich habe es beim ersten Mal, habe ich es mir einmal kurz angeguckt und habe gesagt, ja, könnte was sein, könnte nichts sein. Aber sich jetzt im Frühling, wo das Wetter wie Hochsommer ist, sich mit Weihnachten zu beschäftigen, fällt mir persönlich schwer. Also vielleicht fällt es dem einen oder anderen leicht, aber ich persönlich, also mir fällt das schwer, mich jetzt auf Winter und auf Weihnachten zu konzentrieren. Ist für mich gerade im Kopf nicht so machbar. Aber nichtsdestotrotz, die Schriftarten gefallen mir sehr gut und ich finde auch diese Nistelzweiggeschichten ganz niedlich mit diesen Schleifchen dazu. Also zur Weihnachtszeit kann ich mir das auf jeden Fall ganz gut vorstellen. Ich habe leider immer ein Problem, mir mit dem Designerpapier was vorzustellen. Wenn ich dann sehe, was Kolleginnen so machen mit ihrem Designpapier, wie die dann ihre Karten gestalten, finde ich es wieder sehr schön. Aber ich selber bin da ein bisschen unkreativ. Irgendwie. Aber das tut ja euch keinen Abbruch. Diese Farben hier finde ich auch ganz cool. Olivgrün, Glutrot und Tannengrün. Die beiden Farben habe ich sogar, nur die hier noch nicht. Ja, zu Weihnachten sind das natürlich super tolle Farben, die immer passen. Ne? So. Ja, und hier auch ein ganz nettes Set. Upsi, na komm raus. So, dieses Set hier ist auch schon bekannt. Kann man auch super süße Sachen draus machen mit diesem Lebkuchen-Kollegen hier. Habe ich ganz tolle Sachen gesehen, die aus diesem Set hier so entstanden sind. Und ja, da ist, glaube ich, auch passend zu Element Stanze Lebkuchenmännchen, ganz genau. Ja, finde ich sehr, sehr niedlich. Dann haben wir hier ein Set, was ich wirklich schön finde, mit wirklich schönen Sprüchen. Also ist ein Set, was ich wirklich sehr gerne mag. Und auch hier oben, das gab es in einem Sonderkatalog, wahrscheinlich der Herbst-Winter-Katalog. Da gab es das mit Framelits zusammen. Und ich ärgere mich eigentlich, dass ich es nicht bestellt habe, weil es ist wirklich ein sehr, sehr schönes christliches Set, was man eben auch mal an Gemeindemitglieder und so schön verschenken kann. Also ihr seht das hier oben auf den Beispielkarten, die waren da auch, glaube ich, dabei. Und ja, da sind wirklich tolle Sachen können damit entstehen. Ich ärgere mich wirklich ein bisschen, dass ich mir das nicht bestellt habe. Aber wie gesagt, man kann nicht immer alles bestellen. So, das hier ist auch sehr süß. Also die Rentiere hier finde ich sehr, sehr süß. Hier oben wieder schöne Sprüche. Dieses Set hier habe ich auch schon von mehreren Leuten gesehen, wie sie das verbastelt haben. Und da sind auch sehr schöne Sachen draus entstanden. Hier unten so ein Set mehr, wieder für mich wieder mehr so ein Hintergrundset.
Dann haben wir dieses Set hier, das ist auch schon bekannt. Und das hier mit dem Weihnachtsbaum, das finde ich auch ziemlich interessant, muss ich sagen. Den mehrmals aufzustempeln und in der Mitte zusammenzufalten und dann so ein Bäumchen daraus zu machen, finde ich eine coole Idee auf jeden Fall. So, dieses Set hier ist für mich neu, kenne ich noch nicht. Die Handstanze habe ich aber. Ja, wie gesagt, es ist leider wieder auf Englisch, deswegen, ja. Dieses Set hier habe ich und das liebe ich heiß und innig. Und dazu gibt es auch ein Framelit-Set, was ich auch habe. Und ja, zu Weihnachten diese beiden Stempel, besonders der hier, wie oft ich den aufgestempelt, koloriert und ausgestanzt habe, kann ich nicht mehr zählen. Da habe ich an so viele Geschenke und so mit dran gemacht. Also einfach nur wirklich sowas von niedlich. Es geht weiter mit Liebe, Dank und Unterstützung. Und da haben wir hier oben als erstes ein wirklich schönes Set mit sehr schönen Sprüchen. Und ja, ich muss sagen, ich finde auch, obwohl ich nicht so dieser Blumenfan bin, finde ich, sind die Sachen, die daraus entstanden sind, wirklich süß. Also muss ich ehrlich gestehen. Ich finde es ganz nett. Ob ich es mir bestelle, weiß ich noch nicht, aber ich finde es wirklich sehr schön. Auch die Zusatzteile, die es so dazu gibt und auch die Farben, sehr schön. Gut, wir kommen weiter mit einem Hintergrundstempel und dann auch wieder super schöne Sprüche mit diesen zwei hübschen Vögelchen und schaut mal, wenn man die koloriert, wie schön die aussehen. Also sehr, sehr schön. Und hier unten auch ein ganz tolles Set mit sehr schön geschwungenen Schriften. Sowas mag ich sehr, sehr gerne. Und ja, auch wieder hier für die Trauer und so ein bisschen allgemein gehalten. Also einmal für Leute, mit denen man sehr vertraut war, aber eben auch für Leute, die eben nicht so nah sind. Ich finde es sehr, sehr schön. Entweder als Trauerkarte oder eben dann als Dankeschön im Nachhinein. Also wenn man dann die Dankeskarten schreibt für die Karten, die man bekommen hat. Ja, auch ein sehr schönes Set. Ihr merkt das in meiner Stimme, es macht mich natürlich traurig. Erstens kommen Erinnerungen hoch und zweitens ist es eben auch so, klar ist es immer ein trauriger Anlass, aber es gehört dazu. Und ich finde, man sollte sowas auf jeden Fall im Haus haben, um einfach in diesen Situationen gewappnet zu sein, sage ich es mal so. Genau, so. Ja, dieses Set hier finde ich auch wirklich, wirklich, wirklich schön. Also die Sprüche finde ich sehr, sehr, sehr schön. Ich mag die Schriftarten und ja. Ja, ich erzähle hier die ganze Zeit immer ich, aber ich kann es ja nur aus meiner Sicht machen. Eure Sicht kenne ich ja leider nicht. Deswegen werde ich es auch einfach so beibehalten. Auch ein schönes Set mit netten Sprüchen. Die Rose kann man nett kolorieren. Wird nicht mein Favorite, aber ich finde es nett. Hier auch ein tolles Set mit unheimlich vielen Stempeln. Hier sind 37 Klarsichtstempel dabei. Und ja, hier diese Äste und wo man dann die Blüten sich dann dazu machen kann oder auf diese Dinger drauf machen kann. Also finde ich auch sehr nett. Ja, verschiedene Blüten. Man kann sich seine Blumen quasi selbst zusammenstellen. Finde ich eine tolle Sache. Und auch die vielen schönen Sprüche. Sehr, sehr schön. Auch wieder für viele Anlässe. Tolle Sache. So, dann ein Brunnen mit ein paar schönen Sprüchen. Auch eine nette Idee. Hier unten wieder mit ganz vielen Glückwünschen und solchen Geschichten. Ja, das finde ich auch ganz cool. So ein Puzzle, wo man dann hier so ein komplettes Puzzle sich auch ausstanzen kann. Also man könnte sich ein Bild
komplett fertig machen, aufstempeln und dann eben einfach mit dem Framlet das ausstanzen. Und ich würde gar nicht die Puzzleteile aufstempeln, wisst ihr, was ich meine, sondern einfach ein Bild nehmen. Und also ich weiß nicht, ich glaube, bei diesem Set hier wäre es wirklich so, dass ich mir nicht das komplette Set bestellen würde, sondern nur das Framlet-Set. Und dann mit dem Framlet-Set mir eben ja, so verschiedene Puzzle selbst kreieren würde. Mit, also Hintergründe kreieren und dann eben so aufstanzen. Ich weiß nur nicht, ob das wirklich alles einzelne Teile dann sind, die man wirklich auseinandernehmen kann, oder ob es Teil oder ob es nur so ge stark geprägt ist, dass es nur eingeschnitten aussieht. Weiß ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man die Teile dann einzeln benutzen kann. Cooles Set, finde ich sehr schön. So, ja. Genau. Das war ein Special Set, weil irgendwer einen Millionenmeilenstein erreicht hat. Und das finde ich auch sehr schön. Hier unten mal wieder etwas mehr Männliches, was auf jeden Fall auch sein muss, weil so ganz ohne ist ja nicht so gut, ne? Nicht so schön. Okay, dann haben wir hier dieses Set hier. Es tut mir leid. Ja, manchmal muss man auch um Verzeihung bitten. Das gehört auch dazu. So, ein Set für den Sommer, beziehungsweise zwei. Ja, dieses Set hier, das hat ein Merker bekommen. Warum? Es ist ganz einfach wegen den Pusteblumen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte, mal in der Tea Time oder so. Gehört jetzt hier auch nicht rein. Vielleicht mache ich es mal. Wenn es euch interessiert, dann schreibt es mir unten in die Kommentare und dann erzähle ich euch entweder in der nächsten Tea Time die Story zu diesen Pusteblumen, warum mir die so gut gefallen. Oder ich schreibe es mit unten drunter, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Ja, auch ein süßes Set, was mir aber auch nicht ganz unbekannt ist, wenn ich mich nicht wieder irre. So, dann haben wir hier wieder ein komplettes Set, also einmal mit diesen Framelits hier und eben dieses Stempelset. So, dazu ein passendes Designerpapier, passendes Bändchen, hier so ein paar Knöpfe und dann haben wir hier wieder passendes Papier mit Kirschblüte, Apfelgrün oder grüner Apfel, Entschuldigung, und Tannengrün. Und ich finde Kirschblüte und dieses grüner Apfel, also das gefällt mir sehr, sehr gut. Grüner Apfel finde ich, ist eine tolle Farbe. Wieder ein englisches Set, wo ich jetzt nicht so sehr drauf eingehe. Dann haben wir dieses Set hier und dazu gibt es ja passend die Stanze Gänseblümchen, die letztes Jahr wirklich durch die Decke ging. Also jeder wollte dieses Set haben. Und man kann auch wirklich tolle Karten damit machen. Also ich habe da selber auch mit gebastelt und auch die Sprüche, die hier drin sind, sind auch wirklich sehr, sehr schön. Genau, habe ich viel mit gebastelt. Ja, hier oben, das habt ihr schon gesehen. Dieses Set habe ich bereits. Dann danke für alles, finde ich auch sehr schön. Danke sagen gehört ja auch immer dazu, nicht? Hier so ein Stempel mit Thanks. Ja, und jetzt kommt ein Stempelset, was mir persönlich richtig gut gefällt. Schaut euch das mal an. Künstlerischer Ausdruck. Ja, und das ist wirklich toll. Dieses Set finde ich persönlich wirklich richtig toll. Aber vorab haben wir einmal dieses Set hier. Und das gibt es auch wieder hier als Komplettset mit diesen Stanzen hier. Allerdings haben die Stanzen diesmal nichts wirklich mit dem Stempelset zu tun. Und zwar haben wir hier so ein, hier ist es gar nirgendwo irgendwie mit, oder? Ist es das hier? Nee. Doch, genau, das hier unten ist es. Diese Blümchen, das ist das
Stempelset, das Fremdset hier unten. Dann die Schmetterlinge, die ein wenig größer sind als der Schmetterling, den es vorher gab. Und dann hier noch so ein Blümchen, wo man sich dann hier, wo haben sie es denn? Ich glaube. Ne, sehe ich jetzt gerade nicht, weil das ist so ein bisschen spitzer. Oder man muss sich, ach doch, da ist es. Da ist es ausgestanzt. Ja, finde ich auch mal ganz interessant. Ein Stempelset, was ganz andere Framelits dazu hat. Finde ich, ist eine interessante Sache, weil man hat dann quasi zwei Sets in einem, ne? Finde ich ganz cool. So, dann haben wir hier auch wieder ein Hintergrundstempelset, ein paar Blümchen und dieses Teil hier, das ist schon in meiner nächsten Bestellung auf jeden Fall mit drin. Und zwar ist das so eine Prägeunterlage für die Big Shot. Da sind dann so Schaumstoffteile dabei, zwei verschiedene. Und dann kann man unterschiedlich stark prägen. Finde ich sehr cool. Genau wie dieses Teil hier, aber da kommen wir später zu. Ja, dieses Set ist mir persönlich viel zu blumig. Ich kann da nichts mit anfangen. Und auch die Farben sind jetzt nicht unbedingt so meine Favorite-Farben, sage ich jetzt mal. Was ich ganz interessant finde, ist dieser Hintergrund, sind diese Hintergrundstempel hier. Die finde ich wieder ganz nett. So, dann haben wir hier zu diesem Stempelkissen auch gleich so ein paar Ideen, wie man es machen kann. Also es sind alles einzelne Farbkissen, die man füllen kann mit Farben. Und dann kann man die zusammenschieben und hat dann hier entweder solche Fastverläufe oder man lässt es ein bisschen weiter auseinander, dann hat man ein bisschen Abstand. Das finde ich ganz cool, dass man die eben auch verschieben kann. Also, dass man nicht immer den gleichen Abstand haben muss. Finde ich ganz cool. So, dann hier unten noch dieses Set. Die beiden Sets hier sind, glaube ich, schon bekannt. Hier haben wir eins. So ein bisschen, na sag doch, mehr am Wasser. Und da habe ich auch coole Karten zugesehen auf der Onstage. Da hatte jemand dieses Set hier vorgestellt. Und es ist halt auch wieder mit Framelits. Und man hat hier unten, was ich ganz cool finde, diese Wellen. Dieses Framelits-Dings, das finde ich echt cool, weil das kann man ja auch für viele Sachen verwenden. Wie ihr seht, ne? Hier einmal so ein bisschen enger gelegt oder hier weiter auseinandergelegt. Und dann eben immer so dieses Wasser imitiert, finde ich richtig cool. Die Stempel, muss ich sagen, sind nicht so ganz meins. Aber gut, man kann das ja mit anderen Stempeln kombinieren. Ist ja auch kein Problem. So, hier haben wir mal ein bisschen größere Stempel. Für alle, die so ein bisschen das Asiatische lieben. Dieses Set hier habe ich schon. Das ist mir mal aus Versehen geschickt worden. Und ich mag dieses Set wirklich gern, muss ich sagen. Ich habe das auch schon häufiger benutzt. So, und hier kommt es. Dieses tolle Set. Auch wieder mit vielen verschiedenen Anlässen. Und ja, die Zeichnungen finde ich einfach total toll. Und vor allen Dingen liebe ich diese Braut. Ich finde das sowas von schön. Ich finde auch diese Art mit dem Weißlassen sehr gut. Das Einzige, was ich verändern würde, ist, ich würde diese Partie hier in Hautfarben anmalen. Das Kleid würde ich würde wirklich nur das Kleid weiß lassen. Also in den kompletten Hintergrund würde ich die Aquarellfarben machen. Und also noch ein bisschen weiter runtergezogen, dass das Kleid wirklich richtig raussticht. Und nur das Kleid würde ich in weiß lassen. Alles andere würde ich anmalen. Aber gut, das ist ja Geschmackssache, ne? So, dann haben wir hier so ein Rahmenset, wo ihr euch Rahmen aufstempeln könnt. Ja, kann man bestimmt auch ganz coole Sachen mitmachen. Dann gibt es hier ein Set, auch wieder ein bisschen größer, genau wie dieses hier. Ja, ihr seht, ich bin jetzt hier, ich mache jetzt hier immer schneller, ne? Weil, wie gesagt, wenn ich jetzt auf jede Seite eingehe, ich möchte gar nicht wissen, wie lang das Video wird. Finde ich auch ganz cool mit diesen Sonnenblumen. Würde ich persönlich aber, glaube ich, nicht so häufig benutzen. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Ich finde diesen Spruch hier sehr, sehr schön. Mit deiner Freundlichkeit bewirkst du mehr, als du denkst.
Finde ich, ist ein sehr, sehr schöner Spruch, gefällt mir gut, aber würde ich mir deswegen das Set kaufen? Ich glaube nicht unbedingt. Also was ich mir vorstellen kann für Shopping-Vorteile, dass ich es mir dafür mal aussuchen würde. Wenn ich Shopping-Vorteile habe und da halt dann Geld über habe, dann könnte ich mir vorstellen, für sowas würde ich das aussuchen. So, ja, diese Sets hier kennen wir auf jeden Fall schon. Das hier glaube ich nicht. Auch wieder so eine Hintergrundgeschichte. So, dann kommt hier dieses Set, was ganz vorne am Anfang, wo dieser Baum war, was so gehypt wurde. Und da haben sie auch wirklich coole Sachen bei der Onstage mitgezeigt. Also ich kann es schon ein bisschen verstehen. Man hat ein sehr großes Set, man hat zwei Stempelsets und man hat diese vielen Framelit-Sets. Und diese Blätter, wir haben natürlich auf der Onstage damit gearbeitet. Und wenn man diese Blätter aufstempelt, die sind wirklich so schön fein, finigran. Also die sehen wirklich wunderschön aus. Ich kann es verstehen, dass es so ein bisschen gehypt wird, aber ich kann dem nicht so viel abgewinnen wie vielleicht manch anderer. Was richtig cool war, war eine Karte auf der Onstage. Und zwar haben sie da diesen Baum genommen, haben den aus der Vorderseite ausgestanzt und haben ihn dann halt bestempelt, hatten es ausgestanzt und haben dann die Karte zusammengeklappt und das dann halt genau da reingesetzt. Und wenn du dann die Karte eben aufmachst, also du siehst den Baum vorne und die haben den halt mit Dimension Nails unten reingeklebt, also dass er wirklich ein bisschen rausguckt aus der Karte, also sieht es aus, als wenn der so aus der Karte erhöht wäre, obendrauf wäre. Und wenn man die Karte dann aufmacht, ist da eben ein Loch und hier ist eben immer noch dieser Baum. Das hat mir richtig gut gefallen, aber dafür brauche ich ja nicht den Baum, das kann ich auch mit anderen Sachen machen. Hat mir aber unheimlich gut gefallen, diese Karte, also diese Idee. So, hier haben wir dann auch noch mal mit dem Set von der Seite davor und hier seht ihr mal die Blätter, wie schön die sind, wenn die aufgestempelt sind. Also so schön filigran, wirklich, wirklich schön. Ja, und diese Bänder hier sind definitiv auch auf meiner Einkaufsliste. Die habe ich mir auf jeden Fall auch schon aufgeschrieben, dass ich die auf jeden Fall haben möchte. Die sind super schön und die Farben sind auch so wirklich, wirklich toll. Und die Bänder lassen sich super toll verarbeiten. Ich bin jetzt nicht, in dem einen Video habt ihr es, glaube ich, gesehen, oder? Habe ich es rausgeschnitten? Ich glaube, ich hatte es rausgeschnitten. Da hatte ich irgendwie einen Knoten im Kopf. Ich habe es nicht geschafft, eine Schleife zu binden vor der Kamera. Und als ich dann die Kamera aus hatte, ging das zack, zack und dann war die Schleife gebunden. Und mit den Bändern geht das wirklich super, wenn man nicht gerade einen Knoten im Kopf hat. Okay, ja, dieses Set hier ist auch schon bekannt. Diese Karte, muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Ich konnte diesem Set auch nie so wirklich viel abgewinnen, aber diese Karte hier mit diesem Gras und dem Seesternchen finde ich sehr, sehr schön. So, hier haben wir eins mit ein bisschen Western für alle Leute, die so ein bisschen auf diese Western-Geschichte stehen oder auch so ein bisschen amerikanisch, sage ich jetzt mal, so ein bisschen oldschool. Ja, auch sehr schön. Hier wieder für unsere Weinliebhaber und auch hier unten könnte man schön kombinieren wieder mit Urlaub. Diese schönen Gassen, ne? Ach, herrlich. Erinnert sofort an Italien und ja, also mich auf jeden Fall. Und ist natürlich auch schön kombinierbar. Sehr schöne Sets. Ich bin jetzt nicht so der Mega-Weinfan, aber ansonsten finde ich die Sets auf jeden Fall sehr schön für Karten, Urlaubsgrüße oder sowas. Wobei ich glaube nicht, dass man das mitnimmt in den Urlaub, aber finde ich schön. So, hier haben wir ein Set, wo auch wirklich schöne Sachen mitgemacht wurden. Wie haben sie das denn gemacht? Solchen Papier. Anscheinend haben sie das nass gemacht und dann da oben drauf geklebt. Das sieht ja cool aus. Lassen Sie Bäume mit farbenfrohen plastischen Effekten auf erblühen. Achso, Strukturpaste. Tönen und auf das Projekt tupfen. Mit dem Erhitzungsgerät geht die Paste noch stärker auf. Aha, guck mal, das ist ja cool. Also einfach nur mit dem Embossing-Föhn drüber. Und
Dann hat man hier so eine coolen Sachen. Sieht auf jeden Fall toll aus. Ja, dieses Set hier kennt ihr schon von mir. Jede Geste der Freundlichkeit verändert die Welt. Ihr wisst, ich liebe diesen Spruch. Und auch wenn ich mit dem Set nicht so super gut umgehen kann, ich mag es wirklich sehr. Und hier seht ihr nochmal die tollen Bänder, die ich mir auf jeden Fall bestellen möchte. Sehr, sehr schön. Und auch die Farben sind wirklich, also 100% meins. So, hier haben wir auch wieder ein etwas größeres Set. Dann hier ein bisschen in die japanische Richtung, ein Bonsai-Bäumchen und die tollen Kois, die sie dort haben. Ja, kann man auch sehr, sehr schöne Sachen mitmachen. Hier haben wir ein schönes Set mit so einer Meerjungfrau. Und hier haben wir einmal so einen coolen Hintergrundstempel, wo wir dann hier solche Sterneffekte machen können. Also dieses gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen, dieser Hintergrundstempel. Ich weiß noch nicht, ist der dabei oder ist der... Acht Gummistempel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee. Dann muss das hier irgendwo anders zu finden sein. Aber das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, die Meerjungfrau ist auch sehr schön. Kann man bestimmt auch süße Unterwassergeschichten mit gestalten. Sieht auf jeden Fall nett aus. Hier haben wir wieder ein etwas größeres Stempelset mit Blumen und Bienchen und Libellen, also so ein schönes sommerliches. Wenn man das schön koloriert mit den passenden Hintergrundstempeln dazu, glaube ich, kann man richtig coole Sachen machen. Hier unten haben wir zwei große Hintergrundstempel und das ist, glaube ich, der. Genau, das ist der, den man hier oben sieht. Und der ist ja wohl mal der Burner. Ja, gefällt mir unheimlich gut. Hier haben wir auch ein Set, was auch in der Onstage vorgestellt wurde. Ein sehr schönes Set, wo man sehr kreativ sehr viele Sachen mitmachen kann. Man hat so ein Netz, dazu die Framed-Sets natürlich. Und dann kann man eben super schöne Unterwasserlandschaften gestalten. Hier mit diesen Plastikboxen. Das finde ich eine richtig süße Idee. So kann man ein paar Perlen zum Beispiel verschenken, die dann auch noch nett eingepackt sind. Sehr schön. Oder auch hier diese Schüttelkarte. Also ganz tolle Sache. Hier auch wieder etwas größere Stempel und wieder solche Hintergrundgeschichten. Das Set hier finde ich auch ganz cool für, ja, für Wanderer zum Beispiel, ne? Oder das hier kann ich mir für viele Sachen vorstellen, also auch für Unterwasserlandschaften zum Beispiel. Ja, ist ein ganz nettes Set, ist auch mal wieder ein bisschen was anderes. Mag ich ganz gern. Hier oben so ein bisschen, ja, Flower Power, irgendwie sowas. Ein bisschen mal ein anderer Style auf jeden Fall von Blümchen und Schmetterlingen und Libellen. Also die Libelle finde ich sehr schön, muss ich sagen. Ansonsten ist nicht so ganz mein Style. Also ja, Two-Step-Stempel, wenn ich das richtig sehe. Ist eine nette Sache. So, hier gibt es auch eine passende Stanze dazu. Eine Elementstanze. Und ja, ist auch ein nettes Set, kennen wir aber schon. Hier auch wieder ein etwas größeres Set. Ja, dieses Set hier mit den Mäuschen ist auch super, super süß. Ich finde hier diesen Hintergrund, diese Stanze, wo man hier dann zwei solche Ranken hat und damit dann eben hier erstmal das ausstanzen kann und dann eben da drauf kleben kann. Und dann hat man so ein Guckfenster, was auch mal ein bisschen anders aussieht, was ganz passig ist zu dem Pilz, der im Hintergrund ist. Und diese kleinen mopsigen Mäuschen, die sind ja wohl wirklich süß. Also das ist auch ein Stempelset, was mir auch sehr gut gefällt und hat auch gleich einen Merker bekommen. Dieses Set hier kennt man schon aus dem alten Katalog. Hier haben wir wieder ein paar Hintergrundgeschichten. Das hier kommt mir auch schon bekannt vor. Ja, hier haben wir ein bisschen, keine Ahnung, könnte ein bisschen zu Western-Style wieder passen hier. So, und hier kommen wir zu
einem Set, und zwar haben wir hier Designpapier und das ist so ein bisschen durchsichtig. Also es ist wie dieses, ach, wie heißt es denn? Ich komme gerade nicht, Velium, genau. Wie Veliumpapier ist das theoretisch und man kann das eben anmalen und man hat hier wirklich sehr schöne Designs dabei und das Schöne ist, man kann sich auch immer so kleine Teile ausschneiden, also wie hier zum Beispiel. Nur ein so ein Block, also man muss nicht immer das ganze Papier nehmen, sondern es ist oft auch so aufgeteilt, dass man eben nur kleine Ecken nehmen kann und dann hat man auch länger was davon. Und da sind 24 Bögen drin in 6x6 Inch. Ja, ist eine schöne Sache. Wir haben auch auf der Onstage damit gearbeitet und durften da ein bisschen mit den Blends kolorieren. Das hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, da eine Karte draus zu basteln. Dann haben wir hier noch ein schönes Stempelset, was mal so ein bisschen ins Altdeutsche hineingeht, von der Schriftart her, finde ich auch ganz nett. Und gibt es natürlich wieder Stempel mit Frenet-Set. Jawohl, so. Hier auch mal wieder ein Set, was so ein bisschen anders ist von der Art her. Und auch hier mit Framnet-Set, dass man hier eben dann am Rand hier noch solche Sachen da hat. Finde ich auch ganz süß. Ist meine nette Idee auf jeden Fall. Hier wieder ein bisschen größeres Set mit Blümchen. Hier sind auch Framlets dabei und zwar sieht das aus, ach so genau, da kann man hier dann so ein Teil draus machen, also so eine Klappkarte, die von beiden Seiten zugeklappt wird. Das Framlet-Set finde ich wieder sehr interessant. Die Blumen so, ja, sieht ganz nett aus, müsste ich aber nicht unbedingt haben. Aber dieses Framlet-Set hier finde ich eine gute Idee. So, hier haben wir so ein Drei-Stempel sozusagen, aus dem dann hier so ein zweifarbiges Gratulation halt entsteht. Und ja, das ist auch eine ganz coole Sache. Auf jeden Fall, wo man dann zwei verschiedene Farben und das fließt dann so ineinander. Sieht sehr süß aus. Und man hat außen dann nochmal eine Kontur. Kann man nehmen, muss man aber nicht. Finde ich ganz nett auf jeden Fall. Hier unten noch einen süßen Spruch zum Geburtstag. Ja, hier ist ein Stempel, der ein bisschen aufwendiger ist. Der sieht am Ende dann so aus. Da kommt auch wieder die Schrift heraus durch das Aufstempeln. Und hier ist es wirklich empfohlen, eine Stempelhilfe zu haben, weil man die wirklich sehr genau anbringen muss, weil man hat ja vier Stempel quasi, die man hintereinander auf die gleiche Position bringen muss und da würde ich immer vorher genau gucken, dass ich mir wirklich da so eine Hilfe nehme. So, hier haben wir wieder unsere Hintergrundstempel und ihr seht, der hat immer noch ein Kreuzchen, hatte er im letzten Jahr schon und ich habe ihn immer noch nicht und auch der hier kriegt wieder ein. Hier haben wir einen mit so ganz vielen verschiedenen Sprüchen drauf. Sieht auch sehr schön aus. Aber Hintergrundstempel verwende ich nicht so häufig. Deswegen, Dieses Set hier habe ich auch bekommen. Also nicht das Set, sondern nur das Stempelset ohne die Framelits. Habe ich auch auf der Onstage bekommen. Habe ich auch schon etwas mitgemacht. Kann man auch wirklich süße Sachen mitmachen. Ich glaube, ich habe hier sogar was liegen. Muss mal schauen. Ja. Da hatte ich mir hier da sowas aufgestempelt, habe ich einmal gekleckert. Aber ja, das habe ich mir so als Rohling genommen für eine Karte und da kann man dann halt noch die Buchstaben hineinstempeln. Und auch da würde ich eigentlich eine Stempelhilfe empfehlen, weil das dann wesentlich einfacher geht. Ja, und dazu gibt es eben auch das passende Framelit-Set, was ich nicht habe, finde ich jetzt aber auch nicht so mega schlimm. Aber wie ihr seht, kann man da auch coole Sachen machen. Da gibt es nämlich immer einmal, dass man das komplette Teil ausstanzen kann und dann einmal nur diese gezackten Dinger oder nur diese Rundung. Und dann kann man das hier so, wie ihr das hier in der Karte seht, noch einstanzen. Finde ich, ist auch eine ganz coole Idee. So, hier haben wir ein Set, wo es Buchstaben gibt. Und dann kann man, also, das Teil sieht so aus. Und ihr habt hier immer solche Buchstaben, die in dieses Teil hier hineingeklackt werden.
Und dann habt ihr eben, schickt ihr das durch die Big Shot und habt dann immer hier so ein Eck dran und könnt dann halt selbst entscheiden, wie lang das sein soll, dass ihr das auf eure Karte anpassen könnt. Und dann könnt ihr halt alle möglichen Sachen selbst schreiben und die eben so wie Regenbogen aneinander machen. Finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Ich glaube aber nicht, dass ich es mir bestellen werde. Aber ich finde es trotzdem echt eine coole Idee. Und ich finde es schön, dass man die Sachen auch endlich mal enger aneinander machen kann und nicht, wenn man einzeln Sachen benutzt, dass sie immer so weit auseinander sind. Oder man sie dann einzeln aufschneiden muss, um sie so eng zusammenzukriegen. Ja, hier haben wir dann viele Alphabetgeschichten. Dieses hier gefällt mir sehr gut, weil die Schrift sehr schön ist. Aber wie gesagt, ich bin nicht so der Mega-Fan von diesen Sachen, weil es ist mir einfach dann zu weit auseinander. Hier haben wir ein sehr schönes Set, wo wir auch auf der Onstage mitgearbeitet haben, in das ich mich auch so ein bisschen verliebt habe. Ich weiß nicht, warum ich hier keinen Merker dran habe. Hier gibt es so verschiedene Sachen, die ich sehr schön finde. Zum Beispiel hier diese Stanzschablone. Die Farben finde ich auch sehr schön. Was ich nicht mag, sind diese Dinger hier. Fragt mich nicht, warum. Ich mag es einfach nicht. Und diese Halbperlen haben richtig tolle Farben. Also passend halt zu den neuen Farben sehr, sehr, sehr schön. Mag ich sehr. So, hier haben wir wieder ein Buchstabenset und das hat von mir Merker gekriegt, aber nicht wegen diesen Buchstaben an sich, sondern wegen diesen Sachen hier unten. Also eher deswegen. Das fand ich irgendwie ganz gut und ja, deswegen muss ich mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie sieht das hier unten? Ja, sie werden das mit Stempelhilfe gemacht haben, dass sie die dann immer so nah aneinander gemacht haben. Da sieht es dann natürlich wieder toll aus, ne, wenn es so ineinander wirklich auch verläuft. Aber wie gesagt, dann muss man jeden Buchstaben nacheinander stempeln und kann sich die nicht auf dem Block zusammen machen und dann sitzt man da halt eine ganze Weile bei. Es sei denn, man hat eine Stempelhilfe, dann geht es schneller. So, dieses Set hier kennen wir auch schon und es geht weiter mit Zubehör und wir starten mit diesem Set und ihr seht, es hat ein Sternchen und es ist auch schon auf meiner Einkaufsliste, die ich mir schon vorgefertigt habe. Und zwar sind hier alle neun Farben einmal drin, die neun Farben und die, die zurückgekommen sind, aber nicht die In Color. Die muss man sich natürlich noch mal extra bestellen. Aber es sind einmal im Set alle drin und man spart um die 20 Euro. Und man hat gleich alle Farben auf einmal, finde ich sehr gut. Dann haben wir das hier nochmal mit den Blends. Ihr wisst, dass ich viel mit den Markern vom Action arbeite und davon sehr viele habe. Und die werde ich natürlich aufbrauchen, bevor ich mir jetzt die White Marker bestelle. Okay, so, dann gibt es nochmal Farbkarton, auch von den ganzen neuen Farben. Also das sind so diese drei Sets quasi, wo man dann einmal alle Farben gleich abgedeckt hat. Und das finde ich sehr, sehr gut. So, hier oben finden wir dann die neuen In-Color-Farben und die neuen Stempelkissen. Ihr wisst ja, jetzt wir neue Stempelkissen bekommen. Ja, und dann eben immer die Zubehörteile, die es dazu gibt. Und dann hier unten nochmal die Sachen, die es dazu gibt. Ja, finde ich auch ganz süß. So, dann hier seht ihr schon, hatte ich viele Kreuzchen gemacht und an ein paar sind schon Haken, weil ich mir die Sachen jetzt doch schon dann bestellt hatte. Und ja, das sind dann, eigentlich wollte ich mir einzelne Farben bestellen und dann habe ich gedacht, nee, komm, ist doch Quatsch, bestell einmal das komplette Set und dann ist gut. Dann hast du wenigstens gleich alle. So, dann gibt es hier Nachfüllfarben, die habe ich mir natürlich angekreuzt, damit ich von jedem einmal die Nachfüller habe. Ja, dann hier die Pastellfarben und diese Farben sind einfach nur wunder, wunderschön. Und ich hatte gesagt, in dem Video gestern, dass ich ja Minzmakrone extrem schön empfinde im Moment, dass sie aber mit Sicherheit durch eine andere Farbe abgelöst wird. Und diese Farbe wird sein Aquamarin. Aquamarin ist jetzt schon nur vom Draufgucken meine absolute Favorite-Farbe.
Ich finde diese Farbe so was von schön und sie ist ja auch hier, ne, verwendet. Also ja, ich finde die wirklich, wirklich toll und davon brauche ich auch unbedingt den Farbkarton und also davon brauche ich einmal alles, weil ja, wirklich, wirklich schön. Okay, dann geht es weiter. Was haben wir hier noch? Ach so, ja, hier sind dann natürlich auch noch. Habe ich hier neue Farben dabei? Ne, nur wieder da. Doch, hier Tannengrün ist wieder neu, also ist neu. Und Brombeermousse ist neu, ist wieder da. Ist auch eine sehr schöne Farbe, muss ich sagen. Für mich sind ja die Farben, die jetzt wieder zurückkommen, auch neu, weil ich die ja noch nicht hatte. Und deswegen freue ich mich da sehr drüber. So, ja, hier habe ich es auch nicht angekreuzt. Gibt es denn sowas? Das ist das Set, was ich vorne schon angekreuzt habe, das Designpapier, was ich sehr schön finde. Dann haben wir hier dieses zum Kolorieren. Hier haben wir noch ein paar, das ist hier so ein bisschen Geburtstag. Ja, wie gesagt, Designpapier und diese Dinger hier, die sind wirklich sehr, sehr schön. Das ist sehr filigran und sehr fein. Das habt ihr aber wahrscheinlich schon in diesem Set hier gesehen, da werde ich euch das schon gezeigt haben. Wo war es denn? War es hier überhaupt mit drin? War hier das Filigrane mit drin? Ach nee, das war in dem anderen Heftchen, was aber schon nicht mehr galt. Okay, gut. Entschuldigung, ich nehme alles zurück. War da gar nicht drin. Ja, also es ist sehr filigran ausgeschnitten. Es ist komplett weiß und es sieht wirklich, wirklich schön aus. Also wir hatten das halt auch auf der Onstage ausprobieren dürfen und es war wirklich schön. So, dann seht ihr hier meine Favorites, die auf jeden Fall schon angekreuzt sind. Was sehr, sehr schön ist, ist, dass dieses Set ausnahmsweise noch dabei ist. Normalerweise wechseln die ja alle, die Designpapiere, aber dieses ist drin geblieben und das finde ich sehr, sehr schön, weil ich liebe diese Holzoptik. Und ich habe ja dieses Framelit-Set, wo man diese Schachtel ausstanzen kann. Und da passt dieses Holzpapier eben super dazu. So, dann habe ich hier zweimal diese Sets, die ich auch wunderschön finde. Und zwar gibt es die immer in verschiedenen Farbvarianten. Entweder nimmt man sie in den Signalfarben, in Neutralfarben, in Prachtfarben oder Pastell. Bei mir werden es die Pastellfarben werden. Und ja, hier hat man eben theoretisch das gleiche Papier nochmal, aber dann eben in den In-Color-Farben kann man sie sich dann aussuchen. Also entweder in den neuen oder in den von den letzten, von dem vorletzten Jahr und von diesem, bis dieses Jahr. Ja, da finde ich finde die Motive total schön und ich denke, ich werde mir hiervon beide bestellen und davon eben dann nur die Pastellfarben, weil ich die einfach am schönsten finde. So, hier kommen wir noch zu ein paar Zubehörteilen, auf die ich jetzt eigentlich nicht so wirklich eingehen möchte. Hier sind eben Papiere, Folien und Glitzerpapier ist neu. Solche Geschichten, dann Aquarellpapier und diese ganzen Sachen, Klarsichtfolie. Ja, und solche Geschichten eben. Hier oben haben wir dann diese Kartons und Tüten, wo man Sachen einpacken kann. Hier unten haben wir die Pizzaschachtel, die Mini-Pizzaschachtel, die dann eben auch lebensmitteltauglich ist, genau wie dieser Karton hier. Dann haben wir hier diese Kissenschachteln, die sind neu. Hier haben wir ein paar Umschläge. Hier haben wir dann die Karten mit den Umschlägen einmal als Set. Hier haben wir als nächstes ein ja, Ordner quasi, ein Ringordner, wo man sich verschiedene Teile basteln kann, wo es Sets dazu gibt, wo man dann eben sich so ein Fotoalbum oder was auch immer daraus gestalten kann. Und da sind dann eben, gibt es dann eben solche Einsteckhüllen dazu, wo man dann halt seine Fotos hineinschieben kann. Ja, ist eine nette Idee zum für Hochzeit oder keine Ahnung, zum Verschenken, aber auch für sich selbst. Finde ich eine süße Idee auf jeden Fall. So, hier oben haben wir nochmal also dieses Set hier zumindest, haben wir ja theoretisch schon gesehen. Vorne, als ich euch einmal das komplette Set da so gezeigt habe.
Dann dieses hier, das erinnert mich sehr an den Planer vorne, weiß ich gar nicht, ob das dazu gehörte. Erinnerungen und mehr. Dann haben wir hier ein paar Glitzersteinchen und ihr seht hier, es hat ein Kreuzchen, weil das eben diese Pastellfarben sind, die ich so liebe. Und ja, da komme ich nicht drum rum, glaube ich. Ja, solche Sachen halt ein bisschen, so ein paar Strasssteine, Schmucksteine und so weiter. Pailletten gibt es hier auch in Sternchenform, die dann holographisch sind, auch sehr nett. So, hier haben wir ein paar Brads und so ein paar andere Accessoires, Perlen und solche Geschichten, also so Streuelemente. Hier unten diese Blüten sind auch neu. Dann haben wir hier oben so ein paar Aufkleber. Ja, hier sind selbstklebende Pailletten und ein paar, oder das nur Pailletten? Ja, nur Pailletten, genau. Hier haben wir dann noch so ein paar Knöpfchen und Holzteilchen und Klammern und solche Geschichten. Hier sind alle Bändchen drin und Draht. Und hier oben sind auch wieder die Kordeln. Jawohl. So, hier haben wir dann unsere Farbgeschichten. Also hier sind einmal, ist ein großes Set mit den ganzen Markers, alle 40 Farben in einem Köfferchen, wo man gleich einmal komplett alle Farben auf einmal bestellen kann. Dann haben wir Aquarellstifte. Wir haben hier unsere Paste, die sich dann mit Wasser wieder so auflöst. Embossing Pulver, neues in den In-Color-Farben und dann die alten Embossing-Pulver, unsere Schablonen, unsere Strukturpaste. Und ja, ihr wisst ja, das Schwarz ist rausgegangen, mit dem man dann eben Aquarellsachen malen kann. Und dazu ist dieses hier dann neu. Hier ist das Stempelkissen, was ich euch vorhin schon mal ein bisschen gesagt hatte, wo man eben seine Farben selbst reinmacht. Und es sich dann eben auseinanderziehen kann oder zusammenschieben kann. Coole Sache. Weiß ich nicht, warum hier kein Kreuz dran ist. Auf meiner Einkaufsliste ist es aber schon drauf. Ja, diese Sachen hier sind, glaube ich, alle soweit bekannt. Da gibt es nichts Neues. Und dann kommen wir zu unseren Acrylblöcken. Und hier haben wir dann eine Auswahl. Welche Blöcke sind denn da? Mit dem praktischen Komplettpaket aus transparenten Blöcken erhalten Sie einen Block in jeder Größe. Ah, okay. Ich weiß, gab es das im anderen Katalog auch? Das habe ich nie gesehen. Dann hätte ich da mal drüber nachgedacht. Weil dann hat man ja einmal alle und muss nicht immer alle einzeln kaufen, ne? Und man hat noch 10% gespart. Ja, muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. So, dann gibt es hier einen Aufbewahrungskoffer für diese ganzen Teile, ist auch eine nette Idee. Der Oberbörner, was neu ist, was ich unbedingt, unbedingt, unbedingt haben muss und was natürlich schon in meiner Bestellung ist. Ihr wisst, ich liebe mein Stempelreinigungsteilchen, mein Kissen und die Flüssigkeiten dazu. Ich liebe sie wirklich, aber es gibt jetzt einen neuen. Und zwar macht der hier, ist das einfach nur wie ein Tuch und man wischt einfach nur über die Stempel oder man wischt mit den Stempeln übers Tuch. Und dann spült man es unter klarem Wasser aus und zack, ist es wieder sauber und wieder einsatzbereit. Und das ist bei dem halt ein wenig aufwendiger. Also man muss ihn eben richtig ausspülen und einen Tag stehen lassen, bevor man ihn dann wieder nutzen kann, weil das ganze Wasser erstmal rauslaufen muss. Und der ist ruckzuck wieder trocken und auch gleich wieder einsetzbar. Deswegen der unbedingt auf meine Liste und für alle, die mit diesen Sachen hier geliebäugelt haben und immer gedacht haben, ah, ist mir vielleicht ein bisschen zu teuer. Das ist euer Kandidat. Wir haben ihn auf der Onstage ausprobiert und der war wirklich super. So, hier haben wir eine Stempel, hier haben wir Stempelboxen, zusätzliche Boxen zum Aufbewahren Ihrer Stempelsets. Praktisch auch für andere Aufbewahrungszwecke. Achso, das sind quasi DVD-Hüllen in verschiedenen Größen, wo man sich dann eben Sachen aufbewahren kann. Ja, ist auch eine nette Idee. Dass sie die auch so einzeln verkaufen, habe ich auch im alten Katalog gar nicht gesehen. Was auch ganz, ganz oben auf meiner Einkaufsliste steht, ist der Stampakus. Und zwar ist das die Stempelhilfe von Stampin' Up, wo man
diesen Deckel abmachen kann und man kann ihn in verschiedenen Positionen wieder einklicken. Also könnte man zum Beispiel einen Stempel an einer Stelle lassen, nimmt den Deckel raus, setzt ihn an eine andere Stelle, klackt ihn ein und kann dann dort wieder stempeln. Und ich glaube, er hat sogar zwei Klappen. Also richtig tolles Teil. 60 € kostet der, also 59 €. Und mega, mega toll. Also ich habe da schon Videos zugesehen, wo Leute das benutzt haben und einfach nur klasse. Klasse, klasse, klasse. Genau. Und den habe ich, wie gesagt, ganz oben auf meiner Bestellliste. So, hier haben wir die Sets, die wir ja schon kennen. Dieses Falzbrett habe ich nicht. Ich sehe auch nicht wirklich einen Grund darin, mir das zu bestellen, weil ich habe ja mein Brettchen und damit kann ich ja. Ja, ihr Lieben, jetzt hatte mich die Kamera verlassen, der Akku war leer. Ich versuche das jetzt ruckzuck hier noch irgendwie durchzuziehen. Ja, weil der Akku leider immer noch nicht so voll ist. Ich habe jetzt ein bisschen gewartet, aber ja, mal schauen. Also diese Teile hier kennen wir schon für die Umschläge und für die Geschenktüten. Dann haben wir hier die ganzen Handstanzen, die es so gibt. Genau wie hier. Und ja, hier, das ist einmal diese neue, die ich vorne gezeigt habe. Und da ist auch eben dieses Teil, hier sieht man es nochmal besser, wo man dann die Kordel oder das Band oder das Bändchen halt durchziehen kann. Was war noch neu? Genau hier Mond und Sterne hatte ich euch ja vorhin auch gezeigt. Das Blümchen war neu. Hier haben wir den Hasen, den Elefanten und die Vase, die neu waren. Hier sind die ganzen Klebemittel, die wir ja auch kennen. So, hier haben wir für die Big Shot dann einmal die Framelit-Sets, die ja, ihr auch jetzt im Katalog schon gesehen habt. Hier sind noch mal ein paar wiederholt, aber auch ein paar, die ihr nicht gesehen hattet. Hier ist noch mal die von dieser Karte. Ja, das hier ist anscheinend neu. Ich weiß nicht, ich glaube, das war von dem Geburtstagsset, genau. Hier haben wir welche mit feinen Spitzen für Endungen und so weiter. Auch ganz süß. So. Ja. Das Puzzle, was ich vorhin gezeigt habe, das Haus, wo man dann diesen 3D-Effekt bekommt. Hier war das mit den Tüten oder für die Tüten. Das war das. So, ja, was gab es hier? Genau, hier gab es diese neu, die hatte ich euch ja vorhin schon kurz erklärt. Diese Präge, Dings, wo dann halt diese Schaumstoffdinger drin sind, die ich auf jeden Fall auch auf meiner Bestellliste schon habe. Also ich habe einmal schon quasi eine Bestellung eingegeben, die ich aber noch nicht abgeschickt habe, weil es noch nicht ging. Genau, und da ist die eben mit drauf. Dann haben wir unsere ganzen Prägefolder. Hier dieses Blümchen ist neu, die finde ich auch sehr schön. Die hätte ich gerne, genau wie dieses hier mit diesem Stecknadel oder ja, es sieht so ein bisschen aus wie, ja, kann ich nicht genau beschreiben, wie so Stäbchen mit Kugeln immer dran. Ist aber auf jeden Fall auch ganz süß. Und ja, wie gesagt, hier eben die Prägedinger hier, das ist auch ganz schön mit so einer Struktur. Sieht aus wie so ein, wisst ihr, diese alten Sofas, die immer die Karos eingenäht hatten und dann immer so ein Punkt in der Mitte, wenn sich die beiden Linien getroffen haben. Und so in etwa sieht das hier auch aus. Geht so in die Richtung. Genau, hier ist einfach nur so eine Struktur, dass das Papier eine Struktur bekommt. Ja. Und dann sind wir auch bereits am Ende. Was ich hier nochmal habe, ist dann einmal diese Sachen mit dem Einkaufen. Wenn ihr zum Beispiel eine Party geben würdet oder halt eine Bestellung macht, wo dann so und so viel zusammenkommt, also ab 200 € gibt es dann 10% Shopping-Vorteil. Und da kann man dann eben sich für 20 € etwas aussuchen. Ab 375 sind es dann schon 12%, bei 550 € sind es 14% und ab 725 € wären es 16% und ihr bekommt noch einen Teil obendrauf zum halben Preis, übrigens auch schon bei 550 €. Also bei diesen beiden gibt es dann eben auch noch einen Artikel zum halben Preis obendrauf. Da lohnt es sich dann eben, ein großes Stempelset zum Beispiel mit den Framelits zu nehmen.
solche Geschichten. So, dann gibt es hier noch Informationen für Leute, die gerne einsteigen möchten. Und da gibt es dann eben ein Paket, was man sich dann einmalig halt bestellen kann zu einem Vorteilspreis. Man hat einen Einkaufswert von 175 Euro bezahlt, aber nur 29 Euro und ist dann auch Demonstratorin. Dafür, wer da Informationen hat, meldet sich bitte per E-Mail bei mir. Die E-Mail findet ihr unten in der Videobeschreibung oder ihr geht auf meine Homepage und dann könnt ihr auch dort mich also kontaktieren. Da habe ich auch ein Kontaktfeld, wo man mich kontaktieren kann. Das dann bitte darüber. So, jetzt kommen wir zu den Gastgebergeschenken und das sind Sachen, die kann man sich nur aussuchen für diese Shopping-Vorteile sozusagen. Also wenn man eben so eine Party gemacht hat und dann kann man sich eben diese Sets hier aussuchen. Wie ganz genau das funktioniert, kann ich euch gar nicht sagen, weil ich ja, wie ihr wisst, gar keine Partys mache, sondern eigentlich nur für mich diese Sachen hier mache und ja, dadurch halt auch noch nicht in die Situation gekommen bin, das jemanden geben zu müssen. Deswegen, ja. So, hier sind dann noch mehr von diesen Sets. Und da ist ein Set dabei, was wirklich sehr schön ist. Und zwar dieses hier. Und das ist so eine Dame, die hat dann entweder ein Schildchen in der Hand oder Pakete, eine Torte. Die hat verschiedene Röcke, die man ihr anziehen kann. Und sie hat in der Hand diese Luftballons. Und das finde ich ein sehr schönes Set und ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Da kann man unheimlich schöne Geburtstagskarten draus machen. Oder hier auch ein Du fehlst mir, vielen Dank, ein Grund zum Feiern, hoffe es geht dir bald besser. Ne? Also wirklich schöne Sachen, auch hier zum Abschluss zum Beispiel eine Gratulation, einfach nur herzlichen Glückwunsch für alle Anlässe oder alles Gute zum Geburtstag. Also da kann man wirklich tolle Sachen mitmachen. Das ist eins der Sets, das ich wirklich sehr, sehr schön finde. So, hier haben wir so ein Origami-Set. Hier wieder so ein bisschen mehr blumig. Und das war es auch schon. Hier sind wir jetzt dann im Index gelandet, wo man dann nochmal alle Sachen einzeln nachschlagen kann und sich eben nochmal angucken kann. Ja, ihr Lieben, das war der neue Stampin' Up!-Katalog. Ich hoffe, euch hat diese Führung ein wenig gefallen. Ich weiß, es ist ein sehr, sehr langes Video. Ich werde mal gucken, dass ich, sobald ich darf, auf meiner Homepage dann auch einen Link mit einbauen werde oder eine PDF-Datei einfügen werde, wo ihr euch den Katalog dann online selbst nochmal durchblättern könnt. Wer gerne einen Katalog von mir kostenlos zugeschickt haben möchte, meldet sich bitte bei mir und dann schicke ich euch einen Katalog zu, wenn ich eure Daten habe. Okay, ihr Lieben, es war ein langes Video, es waren viele Informationen und deswegen beende ich jetzt hier auch das Video. Ich sage, habt einen schönen Tag, macht's gut, bis bald, tschüss.